das ist auch kein Problem. Denn in der, unserer Verfassung, in Paragraph 35 folgende, die ja aus der Weimarer Republik übernommen worden sind, da steht natürlich deutlich nicht drin, dass die Körperschaft öffentlichen Rechts auch anderen als bisher verliehen werden kann, wenn zum Beispiel eine entsprechende Mitgliederzahl besteht. Das ist nicht das erste Kriterium natürlich, aber da steht auch das eigene drin in der Anmerkung, wo das Reinhard zitiert ist. Man soll deswegen also ganz geduldig sehen, dass die Körperschaft öffentlichen Rechts auch anderen kirchlichen Gemeinschaften verliehen werden kann und ja auch verliehen worden ist und wird kommen. Eine schwierige Frage, die, diskutiert wird, das geht natürlich dann immer auf den Islam, aber da ist es vielleicht auch gar nicht primär die Frage des öffentlichen Rechts, sondern das neue Staatsgebung des Thomas Kabe, ein schönes Buch, erschienen als Anlass des 75. Geburtstages von Alexander Roderbach, wo die Frage nach Staatskirchenverträgen überhaupt diskutiert wird. Und da ist ein sehr wichtiger Artikel zum Beispiel, ob es also so etwas wie Staatskirchenverträge mit dem Islam geben könnte. Ein Artikel von Dr. Henze. Also da sehe ich eigentlich keine große Schwierigkeit. Ich habe ja Wert darauf gelegt, ich habe übrigens in meinem Text 4-5 Seiten ausgelassen, über die Frage Körperschaft öffentlichen Rechts, die Reihe soll ja gedruckt werden. Ich habe meinen Text abgegeben, dass er druckfertig ist. Wenn Sie wollen, können Sie das in ein paar Wochen oder Monaten nachlesen. Ich finde schon sehr gut, wie einige Leute eben hervorgehoben haben, die Körperschaft öffentlichen Rechts ist eigentlich ein Instrument, um die Unabhängigkeit und Freiheit der Kirche zu gewähren und zu gewährleisten und darf nicht zu etwas anderem im Grunde genommen also benutzt werden. Ich weiß, dass für diesen ersten Brief besonders das Jordanische Könighaus eine wichtige Vorarbeit geleistet hat, die sind ja ohnehin auch für diesen Dialog sehr, sehr einsatzbereit und so weiter. Ich anerkenne, begrüße das sehr, dass es diese Stimmen gibt. Aber es ist natürlich auch klar, dass das ein kleiner Ausschnitt ist aus dem Ganzen, aber man kann gemeinsames Verständnis sicher zuerst in kleineren Gruppen und in kleineren Gemeinschaften zum Ausdruck bringen und das muss sich dann entsprechend ausbreiten. Und das, deswegen ist das vielleicht ein verheißungsvolles Signal für einen tieferen Dialog auf breiter Ebene. Ich nehme also die Anregung mit, dass ich das auch noch ein paar genauer lese. Die Frage nach dem Priestertum der Frau. Es ist abendfüllend. Ich habe in meinem letzten akademischen Oberseminar, bevor ich Bischof wurde, diese Frage eingehend behandelt. Deswegen werden Sie nicht denken, dass ich in ein paar Minuten eine solche Frage erledige. Ich wäre jetzt unehrlich, wenn ich sagen würde, als katholischer Theologe und Bischof kann ich nicht so leicht sehen, wie das in unserer Kirche rasch anders werden kann. Der Papst Johannes Paul II. Hat so deutliche Worte gesprochen in dieser Hinsicht, dass es also sehr, sehr dicht an einer unfehlbaren Aussage, also ist es keine unfehlbare, aber es ist sehr dicht dran. Ich nehme die Frage aber trotzdem sehr ernst, und zwar nicht jetzt nur wegen der Frage, ob die eine oder andere Person gerne den christlichen Dienst ausüben möchte, sondern es ist auch gar nicht einfach eine Frage, die beschränkt ist auf Theologie und Kirche und katholische Kirche. Es ist schon eine Frage nach dem Bild der Frau im abendländischen Denken. Und da gibt es eben schon von früh an, schon vor Jesus Christus, das Bild der Frau, das Aristoteles dann hat und tief in die Theologie, also hineinreicht mit einer mehrfachen
mit einer mehrfachen Minderbewertung und so fort, körperlich, moralisch, intellektuell und so weiter. Das ist schon ein Schicksal. Und das, was in der Heiligen Schrift steht auf der ersten Seite, ja, Ebenbürtigkeit und Gleichwertigkeit von Mann und Frau bis Galater 3 und so weiter, das ist zwar zum Teil etwa in der großen Mystik und auch bei großen Theologen schon in der Kirche deutlich auch zum Tragen gekommen, aber es ist auch vielfach behindert worden durch diese Grundschwierigkeit, die ja noch, lesen Sie mal Kant, lesen Sie Fichte, lesen Sie Hegel, lesen Sie Nietzsche, was die für erschreckende Frauen haben. Nein? Das ist ein Fluch, der einfach da liegt. Und Gott sei Dank wird das in den letzten Jahrzehnten einfach diskutiert. Natürlich spricht man vielfach dann über die Strenge und so weiter. Ich bin aber leidenschaftlich dafür, dass man die Wertung der Frau nicht jetzt einfach in unserer Kirche wenigstens abliest, nur an dieser Frage der Zulassung zum priesterlichen Dienst. Es gibt da doch sehr, sehr viele Veränderungen. Schauen Sie, als ich Professor geworden bin, also 68 gab es keine katholische ordentliche Professorin für Theologie zum Beispiel. Heute gibt es überall schon über 40. Da ist auch was passiert. Es gibt auch eine ganze Reihe von namhaften Positionen in unserer Kirche, die von Frauen einfach dann auch wahrgenommen werden, oder früher geistliche Domkapitular waren und der größten Selbstverständlichkeit. Ohne Quotenregelung sind bei uns im Bistum Mainz 45% der Fatima-Grad-Vorsitzenden Frauen. Das sage niemand, das sei halt selbstverständlich, weil die sozusagen arbeiten müssen und so weiter. Das ist ein bisschen zu wenig, denn es ist schon eine Anerkennung auf einer autoritativen Position. Da ist noch viel zu tun, ich weiß, es ist sehr, sehr viel zu tun, aber es ist auch manches Geschehenes geschieht. Etwas Schiller, und was das am Ende dann für Auswirkungen haben wird auf andere Dinge, das kann man heute gar nicht wollen, weil das absehen. Für mich ist die Frage nach dem Diakonat der Frau unerledigt, das geht leider schon jetzt Jahrzehnte, schon zwei, drei Jahrzehnte, wollen das mal sehen. Aber auch da ist es nicht so einfach, auch mit der Frage, gab es dieses Amt einmal in der Form, dass es heute wieder erweckt werden kann. Wenn man die Quellen anguckt, ist das alles ziemlich schwierig. Nicht? Also ich will das jetzt nicht vertiefen, aber ich denke, die Frage hat ihren Ernst. Ich kann auch die Ungeduld mancher verstehen. Aber ich bin mir auch ganz sicher, dass eine einseitige Entscheidung dieser Frage die Kirche bis in die Grundfesten erschüttern wird. Das ist keine Frage.